Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Video. Und es gibt eine neue Animation, nämlich eine Kill-Animation, wie der Tyrannosaurus Rex den Velociraptor tötet. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob es auch möglich ist, dass der Velociraptor den T-Rex tötet. Ich habe hier mal so ein paar Versuche vorbereitet. Das sind jetzt einmal hier ein Velociraptor und ein T-Rex mit Standardwerten. Da sollte der T-Rex ganz klar gewinnen, weil der einen viel besseren Angriff und eine viel bessere Verteidigung, wie ihr seht. Und hier unten habe ich das Ganze mal ein bisschen umgedreht. Der T-Rex mit normalen Werten und der Velociraptor modifiziert, so dass er bessere Werte hat. Da bin ich dann sehr gespannt, was passieren wird. Wir werden danach natürlich auch noch testen, ob auch andere große Fleischfresser gegen kleine Fleischfresser diese Animation sozusagen benutzen können oder ob das wirklich nur bei diesen beiden geht. Aber ich bin jetzt erstmal sehr gespannt auf die Animation und ich würde sagen, wir lassen mal die beiden frei. Wir haben einmal den Velociraptor im Blue-Muster hier. Es gibt übrigens richtig viele neue T-Rex- und Raptoren-Skins und auch noch viele, viele weitere Original-Skins. Die werde ich in einem anderen Video nochmal euch alle zeigen. Aber der Skin ist natürlich auch mega nice hier. Der kommt ja schon von dem Mini-DLC oder dem großen DLC. Das ist jetzt Blue. Und jetzt lassen wir den Tyrannosaurus mit den 1993er Original-Skin frei. Und die werden dann hoffentlich gleich gegeneinander kämpfen. So, da haben wir sie. Die beiden haben sich ja auch von der Form und Körperhaltung und so ein bisschen geändert. Ja, was heißt Körperhaltung? Also, so ein bisschen haben die sich geändert. Das werde ich euch dann auch in den jeweiligen Videos zeigen, wo ich euch die Skins nochmal vorstelle. Aber jetzt bin ich erstmal sehr auf die Animation ehrlich gesagt gespannt. Und ich glaube, es geht hier direkt los. Mich nicht alles täuscht, aber hier ist auch kein Fressen oder Trinken. Also sie müssen sich wirklich damit beschäftigen, hier zu kämpfen. Wir werden uns das Ganze jetzt erstmal einmal in Echtzeit ansehen. Los geht's. Oh! Oh! Es geht wirklich direkt los. Oh mein Gott! Er hat ihn einfach weggeschmissen. Oh mein Gott, das war eine krasse Animation. Okay, das ging schnell. Ich würde sagen, wir gucken uns das nochmal in Zeitlupe an. So, jetzt sehen wir das Ganze nochmal in Zeitlupe. Der T-Rex rennt auf den Raptor zu und versucht ihn zu schnappen. Der Raptor weicht geschickt aus, macht einen Haken, dreht sich einmal, springt dann dem T-Rex auf den Nacken. Oh, dieser beißt nach ihm. Sein Schweif zieht ihn auch ein bisschen runter. Er schreit auch vor Schmerzen. Klettert aber wieder hoch. Dann schüttelt der T-Rex ihn ab. Und fängt ihn in der Luft auf. Und beißt dann einmal richtig zu. Und oh, das war schmerzhaft. Das war's für den Raptor. Dann holt er aus und schleudert ihn davon. Also wenn das nicht eine krasse Animation ist, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, die ist ja mega cool. Aber ziemlich brutal, muss ich sagen. Nicht schlecht. Richtig coole neue Animation. Bin mal gespannt, ob die auch bei anderen großen Fleisch- und Kleinfleischfressern funktioniert. Aber das werden wir gleich herausfinden. So, wir testen das Ganze jetzt nochmal mit dem krasseren Raptor, also der mit den guten Werten. Der hat eigentlich einen besseren Angriff und eine bessere Verteidigung, wie ihr seht hier. Also der sollte von den Werten her den T-Rex schlagen. Ich bin jetzt gespannt, ob es eine Animation gibt, dass der Raptor wirklich den T-Rex zu Boden bringen kann. Das ist jetzt das 1997 Muster männlich. Aber wie gesagt, ich werde nochmal zu diesen ganzen Skins ein extra Video machen. Weil das sind wirklich eine Menge und die sind alle mega, mega cool. Das ist jetzt der Tiger Raptor, glaube ich. Die sehen alle so cool aus, diese neuen Skins. Ja, dazu muss ich einfach nochmal ein Video machen. Vielleicht so mit den Originalbildern oder so, wo ihr die dann im Vergleich sehen könnt. Wäre, glaube ich, ganz interessant. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Auch ein cooler neuer T-Rex-Skin. Ich habe gar nicht geguckt, welcher das war. Beeindruckender Schrei. Wir schauen mal ganz kurz nach, welcher Skin das ist.
Oh, hier geht's auch direkt los, glaube ich. 2001 muss das. Es geht direkt los mit der Animation wieder. Oha. Okay, die haben wir ja gerade schon gesehen, die Animation. Scheint aber die gleiche zu sein. Den hat er jetzt aber nicht weit weggeworfen. Aber wie es scheint, hat der Raptor keine Chance gegen den Tyrannosaurus. Auch wenn er bessere Werte hat. Damit hat sich die Frage hier relativ schnell erledigt. Mal gut zu wissen. Aber die beiden Skins passen optisch sehr gut zueinander, muss ich sagen. Wir haben den Velociraptor jetzt mal mit einem Deinonychus ausgetauscht. Und der T-Rex jagt ihn hier auf jeden Fall schon. Und damit will ich einfach gucken, ob das Ganze überhaupt mit einem anderen kleinen Fleischfresser klappt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich nur eine Animation ist, die zwischen dem T-Rex und dem Raptor stattfinden kann. Aber das werden wir jetzt hoffentlich herausfinden. Die beiden gehen jetzt auf jeden Fall schon mal so gegenüber, als wenn sie normal kämpfen wollen. Das hatten wir gerade gar nicht bei dem Raptor und dem Rex. Okay, passiert hier jetzt was? Das ist jetzt sehr spannend, muss ich sagen. Nee, okay. Das war einfach nur dieses übliche Geplänkel. Ich würde sagen, ich beobachte das jetzt mal ein bisschen. Und dann schauen wir mal, ob die Animation auch bei den beiden funktioniert. Der Deinonychus ist ja eigentlich relativ ähnlich vom Körperbau wie der Velociraptor. Und ich denke mal, wenn es mit ihm nicht klappt, wird es auch mit keinem anderen kleinen Fleischfresser klappen. Oder kommt der Rex schon wieder? Man verscheucht ihn aber nur. Ja, Leute. Oh. Was war das denn? Ich habe das Spektakel jetzt auf jeden Fall eine ganze Weile beobachtet. Und das Ganze scheint nicht mit dem Deinonychus zu funktionieren. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass es einfach damit zusammenhängt, dass der Deinonychus nicht die Fähigkeiten besitzt, die ein Velociraptor besitzt. Also er wird wahrscheinlich nicht so agil sein, nicht so gut ausweichen können, wie ja der Raptor das in dieser Animation tut. Er ist ja auch mega wendig, dreht sich um die eigene Achse und klettert dann wirklich auf den Nacken von dem T-Rex. Und ich glaube einfach, dass andere kleine Fleischfresser diese Fähigkeiten nicht so gut können wie der Velociraptor. Und deshalb ist vermutlich diese Animation extra für den Velociraptor vorbehalten. Aber jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, ob man nicht den Tyrannosaurus auch gegen einen anderen großen Fleischfresser austauschen kann. Weil ich glaube, es ist relativ egal, welcher große Fleischfresser das ist, weil der Raptor könnte es gegebenenfalls auch vielleicht bei einem Giga oder sowas schaffen. Aber das Beste ist, wenn wir es einfach ausprobieren. Dann probieren wir das Ganze mal, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit einem Giganotosaurus. Der ist ja auf jeden Fall von der Statur einigermaßen ähnlich mit dem T-Rex. Ich glaube, der ist sogar noch ein bisschen größer. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, ich beobachte das Ganze einfach mal so ein bisschen. Und falls irgendwas passiert, dann werde ich euch auf jeden Fall zurückbringen und auf dem Laufenden halten. Okay, ich habe es jetzt auch hier eine Weile beobachtet. Und bei den beiden scheint das Ganze nicht zu funktionieren. Also der Giganoto jagt eigentlich den Velociraptor nur durchs Gehege. Und ja, mehr passiert da leider nicht. Deswegen denke ich, dass das Ganze einfach so eine Anlehnung ist an Jurassic Park 1, wo am Ende Alan Grant, Ellie Sattler, die beiden Kinder und Co. in dem Besucherzentrum sind und von den Raptoren sozusagen ja, umzingelt und eingekreist sind, wo dann auf einmal der Tyrannosaurus reinkommt, sich den Raptor schnappt und diesen erledigt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Anlehnung ist. Kann natürlich auch nicht der Fall sein, aber ich bilde es mir einfach ein. Und ich finde auf jeden Fall die neue Animation mega cool. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.